Moin und Grüezi aus der Schweiz. Ja, nachdem ich gestern nicht so viel geschwitzt habe am Gotthard, mache ich heute mal eine Schwitztour auf einen Passhof. Ja, hier in Meiringen kann man sich ja entscheiden, weil es gibt mehrere Pässe. Ja, große Scheideck habe ich schon gemacht. In Susten und in Grimsel gibt das noch, die richtig hohen Pässe. Und heute habe ich mich für den Grimsel entschieden. Ja, da werde ich auch nicht ins Schwitzen kommen. 1700 Höhenmeter, 30 Kilometer lang. Ja, ich bin jetzt hier in Innertkirchen. Ja, da ist es noch nicht so viel. Da ist so eine kleine Zwischensteigung. Ja, da kann man so ein bisschen ins Schwitzen, aber dann geht es erst richtig los. Bis Guttann, das ist noch der nächste große Ort, geht es auch noch. Aber dann geht es richtig los. Aber der Grimselpass, kann ich nur sagen, ist auch wieder einer der schönsten Pässe der Schweiz, muss ich sagen. Gerade oben die Berge geschliffen von den Gletschern. Das ist nicht umsonst heißt das Grimselwelt. Das ist eine Welt für sich. Das muss man mal gesehen haben. Und das werde ich euch heute auch zeigen. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Erst weitere 150 Höhenmeter geschafft und ist schon wieder eine super Strecke hier. Tolle Landschaften. Es geht hier links und rechts steil hoch. Ja. Der Bach rauscht, aber es ist noch nicht so viel, weil da ist noch kein Schmelzwasser bei von den Gletschern. Aber das ist nur der Anfang. Das ist nur der Anfang. Guttann habe ich nur erreicht, das war alles jetzt vorgeplänkelt, jetzt geht es richtig los in die Höhe, zweistellige Prozente, aber egal, ich mache es freiwillig. Ja, die Tunnelbaumeister Schweiz will auch hier unter den Grimselmannen Tunnel bauen. Hier steht so ein Infozentrum, so ein Eisenbahnwaggon, war unten auch schon in der Kirche. Baubeginn 2027, ja, die Eisenbahn soll hier unten durch nach Oberwalden, wo der Furker Bahn auch unter durchgeht und unter den Furkerpass. Ja, also wir haben immer was vor. Gotthard sollte ja auch noch eine zweite Röhre gebaut werden. Fangen die bald an. Also die machen richtig was. Für die Autobahn natürlich. Die Eisenbahn hat ja schon einen riesen langen Tunnel gekriegt unter dem Gotthard. So. Es ist zum Glück noch nicht so warm, deswegen bin ich hier auch früh losgefahren. Wenn den Autos geht, weil die eine Baustelle unten hält die so ein bisschen auf. So kommt das alles immer nur schwungweise. Hat man mal zwischendurch Ruhe. Das ist doch schön. Naja, auf geht's. Richtig rein da in die Grimselstrecke jetzt.
in gut 1400 Meter Höhe mache ich mal eine Pause hier in diesem Steinwüste hier. Weil hier fängt es langsam an mit dieser Gletscherwelt. Die Felsen an der Kante sind so ein bisschen glatt geschliffen. Hier liegen so viele große Blöcke rum. Da oben ist noch ein bisschen Gletscher zu sehen, aber nicht mehr viel nach. Und gleich kommt auch wieder eine Steilstufe, würde ich sagen. Da in Serpentin geht es weiter. Irgendwo da am Berg, man sieht das immer kaum. Da ist die Straße. Es geht jetzt so richtig los. Es macht richtig Spaß. Es ist richtig schön angenehm. Wow. Das ist auch noch so schöner, feiner Wind, Leute. Also ich mache hier erstmal eine schöne Snackpause. Nicht zu lange, sonst werden die Beine auch wieder dick. Aber ich genieße das Moment hier. Richtig toll. Das nächste große Highlight auf diesem Weg zum Grimselpass, den man da oben schon sieht. Aber es sind noch 400 Höhenmeter, also noch ein gutes Stück. Aber hier ist der erste große Stausee, Retterich. Bodensee heißt der, glaube ich. Also der ist zwar, sieht zwar gut aus, aber es kommen noch mehr. Man sieht da oben schon die nächste Stauseemauer, also Staudamm, das ist... Ah, das ist nur der Anfang. Das ist immer noch der Anfang, finde ich. Man kann erkennen, wie der Gletscher mal hier drin gelegen hat. Das ist echt witzig. Das ist ganz komisch hier. Aber es hat echt was. Ja, man sieht auch immer dieselben Radfahrer inzwischen. Man ist so in dem Tempo wie andere. Machen mal Pause, dann geht es weiter, machen auch Pause. Genießen das anscheinend auch wie ich. Aber das muss man auch einfach nur hochrasen, das bringt nichts. Also sowas hier, das muss man sich doch gut anschauen. Auch wenn ich jetzt hier schon mal gewesen bin vor 14 Jahren, das ist immer wieder toll. Also, naja, weiter geht's. Langsam aber sicher hinauf zum Grimselpass. So, den nächsten Stausee erreicht, den Grimselsee oder auch Oberaarsee. Der zieht sich total lang da hinten ins Tal. Er besteht aus zwei Dämmen, der zweite wird wieder ertüchtigt. Es ist einfach wieder nur grandios. Eine tolle Strecke, jetzt keine 300 Höhenmeter. Also wenn man nicht mehr könnte, könnte man sich eigentlich schön hochhangeln, jede Kurve anzielen, hier den Staudamm. Irgendwie kommt man jetzt da hoch. Es ist nicht mehr viel. Scheint so. Es wird aber noch schwer. Bis jetzt, die letzten Kilometer waren jetzt immer so 7-8%.
10% blieben zum Glück fast aus. Nur so ganz kleine Spitzen, sagt wenigstens der Computer. Aber es ist möglich. Ich habe auch noch Lust und Power. Ich glaube, ich werde es schon schaffen. Auch wenn ich jetzt hier wieder eine Fotosession machen muss. Eine Fotopause. Aber ich könnte durchziehen, möchte es aber nicht. Ich möchte es hier genießen. Naja, da ist das Hospiz von Grimsel. Da geht eigentlich so weit noch hinten rein. Aber ich bleib hier nicht, sondern fahre weiter hoch. Die Serpentine hoch, da, ich weiß gar nicht mehr, wie viele das sind. Aber es ist jede Kurve, alles ist hier ein Highlight. Einfach nur grandios. Ja, geschafft. Was soll man machen? Ich fand den jetzt gar nicht mal so schwer. Ich schätze, am ersten Tag hätte ich mich hier hochgekämpft, aber jetzt war es eigentlich richtig in Ordnung. Ich hätte fast sagen können, ja, oder machen können, einen Gang höher schalten. Aber ich bin ganz ruhig im ersten Gang, ganz ruhig hier hoch. Ich will das genießen. Es ist einfach die Ecke hier viel zu schön. Hier oben ist es wieder so ein kleiner See. Wunderbar. Alter, das ist unbeschreiblich, das wieder geschafft zu haben. Ich bin ja zum zweiten Mal hier, deswegen weiß ich, wie das hier aussieht. Nur das hier oben, das behält man ja auch meistens. Ist natürlich jetzt komisch, alles voll mit Leute, alle nur mit Latschen, nicht abgekämpft. Aber wenn das hier nicht wäre, würde es die Straße hier hoch ja auch gar nicht geben. Einfach nur klasse. Die 1700 Höhenmeter habe ich eigentlich sehr gut bewältigt. Ich fand es wunderschön. Man kann auch nicht alles zeigen, diese ganzen Eindrücke. Ja, hier oben ist gerade die Sonne weg. Es ist nicht kalt, es ist ja Hochsommer. Also so 16, 17 Grad müssen das hier oben sein auf 2165 Metern. Wunderschön. Ja, es ist fast ein halber Vergnügungspark wirklich. Da oben ist noch so ein Murmeltiergehege. Ja, man könnte, oder viele, viele machen das bestimmt auch jetzt, da drüben runterzufahren, da werde ich bestimmt noch mal hinfahren und euch das zeigen. Da geht es dann runter nach Gletsch und dann geht es da hinten wieder hoch am Rönnegletscher vorbei. Ja, da könnte man den Furka-Pass fahren, dann wieder runter an der Matt vorbei, weiter runter bis Wassen und dann hoch den Sustenpass und dann kommt man wieder zurück nach Innertkirchen. Aber Leute, nein, ich werde mich nicht völlig ausbauen. Ich genieße diesen Pass für sich alleine. Natürlich, man würde das schaffen, wenn man früh genug losfährt. Immer. Ich glaube, das würde ich schaffen. Aber nee, ich will das genießen. Ich will mich auch nicht völlig platt machen und danach vielleicht zwei, drei Tage kann man gar nichts mehr machen. Nein, heute ist nur der Grimselpass. Ich werde das hier oben
noch mehrere Stunden genießen können. Ich bin um 8 Uhr losgefahren, es ist jetzt 12, also 4 Stunden. Absolut kein Rekord. Richtig toll. Ich kann das jedem empfehlen. Und wenn man es nur mit Auto oder Wohnmobil oder Motorrad macht, das ist einfach nur grandios hier. Aber mit Fahrrad kann man es echt, da sieht man mehr, kann man mehr sehen. Ja, also ich werde hier noch ein bisschen rumsitzen, essen, mich in die Sonne legen, das hier alles genießen und dann, ja, jetzt wieder Abfahrt geben Richtung Innertkirchen, Meiringen. Ja, also das war's für, ich hoffe, es hat dann gefallen, denn bis zum nächsten Mal. Ja, danke fürs Anschauen. Moin Moin, oder wie man hier sagt, Salut. Halt, stopp! Ich fahr doch noch zum Oberaargletscher Stausee hin. Wollte ich erst nicht, mache ich aber doch. Ich habe jetzt eine lange Pause hier gehabt. Also weiter geht's noch mal ein Stück. Gerade wieder unbeschreiblich. Das kann man nicht fassen. Ohne Worte, oder? Es ist doch einfach nur genial. Ja, das war dieser Abstecher zum Oberaarsee, Gletschersee, Stausee. Einfach nur klasse. Das kann man echt nur sagen. Was für eine Landschaft. Also diese Abstecher hat sich nochmal gelohnt. Aber ich will ja nicht weiter zum Purkerpass oder so. Ich werde jetzt gleich wieder zurückfahren. Wie gesagt, nur noch abfahren Richtung, in der Richtung, in der ich gekommen bin. Also kommt da nichts Neues. Ah, Leute. Ich sage ja, die Schweiz, die legt eine Schippe oben drauf. Das ist so, das bleibt so und wird auch immer so sein, selbst wenn das Eis irgendwann mal verschwinden sollte. Ja, es ist unglaublich. So, das war jetzt der Mittwoch. Ich habe noch Donnerstag und Freitag hier. Eine Tour wird es bestimmt geben. Richtig kaputt bin ich echt nicht. Muss ich echt sagen, vielleicht mache ich morgen auch noch wieder eine große Tour. Werdet ihr sehen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin Moin, oder wie man hier sagt, Servus wollte ich schon sagen, Salut.